krass, der fährt echt runter. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin heute Morgen aus meinem Hostel ausgecheckt und hier in diesem Mali Resort eingecheckt. Generell die Fahrt vom Hostel hierher war schon ziemlich abenteuerlich mit dem Moto-Taxi. Und dafür war der Empfang hier natürlich umso schöner mit einem netten Trink. Und die Aussicht ist natürlich auch nicht so schlecht, also direkt am Strand. Allerdings muss ich jetzt noch ein bisschen warten, da mein Zimmer erst um 1 Uhr fertig ist und jetzt haben wir, ich weiß nicht, so kurz nach 10, Viertel nach 10. Ja, aber wie gesagt, also ich habe ja alles dabei, was ich brauche und muss ja noch ein bisschen warten. Ich bin gerade auf dem Mali Resort und befinde mich direkt vor meinem Bungalow und möchte jetzt gerne eine kleine Rundtour machen. Aber kommt mit! Hier erstmal eine kleine Terrasse. Allerdings ist man hier eigentlich so gut wie nie, weil es ziemlich warm ist. Ja, so sieht das Zimmer aus. Also schon ziemlich nett. Ich hätte euch jetzt gerne mehr gezeigt, allerdings ist die Tür hier zum Bad irgendwie von innen zugefallen und ich komme einfach nicht dran. Von daher muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich jemand finde, der die Tür hier öffnen kann. So, die Tür ist wieder auf, also können wir reingehen. So sieht das hier aus, ein Bad halt. Ich sitze gerade vor meinem Bungalow und erlebe meinen allerersten richtigen Tropensturm. Ich sitze gerade am Strand und bin am Frühstücken und hoffe natürlich, dass euch der kleine Einblick hier in das Koh Lipa Resort gefallen hat. Von daher, ja, vielen Dank fürs Zuschauen.